Über manche Dinge redet man nicht häufig oder nicht öffentlich. Wir sind hier auf einer Toilette im Rathaus und wir klären heute das Thema, wo geht eigentlich das Wasser hin, wenn man hier auf den Knopf drückt. Hallo Nordhausen, heute sind wir auf der städtischen zentralen Kläranlage hier in Nordhausen. Die befindet sich zwischen Hallischer Straße und der Zorge. Ich freue mich besonders, Herr Kanowski steht neben mir, er ist Werkleiter des städtischen Entwässerungsbetriebs. Wir nehmen hier die Abkürzung SEB. Wir wollen uns einfach mal kurz hier umgucken heute, quasi den Weg des Abwassers, ob er nun aus Harztor kommt oder sonst woher, mal abgehen. Ja, dem Weg des Abwassers folgen. Da stehen wir richtig. Wir stehen quasi ganz am Anfang der Kläranlage in der Nähe eines Bauwerks, wo das Abwasser zusammengeführt wird, was der Kläranlage zuläuft, aus verschiedenen Richtungen. Sie sagten schon, aus Bereich Südharz, Elrich, Harztor und auch aus dem Bereich Krümmenrode, Obersalza. Das kommt hier übers Wasserverbandsgelände, den sehen Sie jetzt im Video nicht. Da gucken wir quasi hin. Aus dem Bereich Ost, Leimbach, kommt es hier geradeaus zugelaufen. Von hier hinten kommt Industriegebiet Goldene Aue. Da kommt leider noch nicht so viel Wasser. Wir hoffen, dass das noch ein bisschen mehr wird. Oder auch Bielen als Ortsteil. Das wird hier in einem zentralen Bauwerk zusammengeführt und läuft dann als ersten Schritt in das blaue Gebäude rein. Das ist die Rechenanlage, wo das Gröbste aus dem Abwasser zuerst rausgeholt wird. Da kommt schon mal ein Palettenbalken, da kommen Gebisse, da kommen verschiedene andere Dinge, die nicht ins Abwasser gehören eigentlich. Die werden über riesengroße Siebe quasi aus dem Abwasser erstmal rausgefiltert. Da können wir jetzt eigentlich direkt hingehen. Da laufen wir hin. Genau. Wir gehen in dieses Gebäude nicht rein, weil das riecht sehr streng noch drin. Das ist der geruchsintensivste Anlagenteil. Und das hätten wir jetzt erst belüften müssen mit Toren auf und so, deswegen, hier gehen wir noch vorbei. So, hier sieht man das Rohabwasser, bevor das durch den Rechen läuft. Da sieht man, da schwimmt so ein bisschen Klopapier drin. So kommt es halt hier an, gesammelt von allen Nordhäusern und auch den Südharzern. Ohne Worte. Ohne Worte. So, jetzt sind wir hinter der Rechenanlage. Jetzt sind wir hinter der Rechenanlage, jetzt sind wir am Sandfang. Der ist belüftet. Im Grunde machen wir ja mit so einer großen Kläranlage nichts anderes, als natürliche Prozesse zu beschleunigen. Das gibt es alles auch in der Natur. Hier ist ein Beckenvolumen vorhanden. Das Wasser wird langsamer, hat eine höhere Aufenthaltszeit. Wir belüften das. Und der Hintergrund ist, hier setzen sich Sande, Kiese, Steine ab, deswegen Sandfang. Und hier schwimmt auch durch die Belüftung das Fett auf, was wir dann über diese gelben Räumerbrücken hier mit ins Rechenhaus ziehen und dort separat behandeln und entsorgen als nächsten Schritt der Abwasserbehandlung. Wunderbar. Ja, jetzt sind wir am nächsten Schritt. Das ist die Vorklärung. Man sieht, Beckenvolumen ist wieder ein bisschen größer, das Wasser wird wieder ein bisschen länger hier in diesem Becken verweilen. Dadurch setzen sich jetzt schon ein bisschen feinere Partikel ab oder schwimmen auf. Und auch hier das Prinzip, wie beim Sandfang, dass das über diese Räumerbrücken jetzt in dem Fall von uns weg da hinten abgeworfen wird und geht dann auch zurück in eine separate Behandlung. Eigentlich so zu DDR-Zeiten in den alten Kläranlagen, da war hier die Abwasserbehandlung zu Ende. So gingen die Überläufe in die Gewässer. Heute kommt der größte Teil der Abwasserbehandlung noch in einem Bereich, wo wir noch hinkommen. Ja, jetzt sind wir aus der mechanischen Behandlungsstufe raus in die biologische Behandlungsstufe gekommen. Hier versorgen wir Mikroorganismen möglichst optimal, damit die Schmutzpartikel, die Schadstoffe aus dem Abwasser quasi rausfressen, verstoffwechseln. Da sieht man hier in dem Becken hinter uns, da blubbert es. Da sind die aeroben Mikroorganismen, also die Sauerstoff verstoffwechseln, die belüften wir, diese Becken. Das ist ein hoch energieaufwendiger Prozess.
Andere Becken, die werden nicht belüftet, die werden nur gerührt. Da sind Mikroorganismen drin, die also eher mit wenig Sauerstoff besser funktionieren, um eben die andere Schadstoffe aus dem Abwasser zu verstoffwechseln. Auch hier eigentlich nur eine Beschleunigung normaler biologischer Prozesse, wie die auch in jedem Gewässer stattfinden würden. Aber durch die Menge an Schmutzwasser, was jetzt hier so punktuell in das Gewässer eingeleitet werden soll, muss eben diese aufwendige Behandlung, um das Gewässer zu sorgen, man sieht es jetzt hier hinter dem Büschen ein bisschen schlecht, eben nicht zu sehr zu belasten. Sie haben es eben angesprochen, ein teilweise sehr energieaufwendiges Unternehmen sozusagen, speziell hier im Bereich der Biologie. Der SIB hat sich da aber gut aufgestellt und ist auch immer noch dabei, was zu verändern oder was auch zu verbessern. Was ist der nächste Plan oder was ist der aktuelle Stand und dann der nächste Plan? Ja, also so eine Kläranlage, wie wir sie uns jetzt gerade angucken, braucht so im Bereich 2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr an Elektroenergie. Da erzeugen wir im Moment etwa 65% selber über Blockheizkraftwerke. Energie, die wir aus dem Schlamm am Ende des Behandlungsprozesses gewinnen. Bei der Wärmeenergie sind wir besser, deutlich besser. Da sind wir bei 95% Eigenbedarfsversorgung, auch über diese Blockheizkraftwerke. Man sieht hier noch relativ große Freiflächen da drüben. Da haben wir jetzt vor, eine Solaranlage zu errichten, eine Freiflächenanlage, Photovoltaik, um die auch in den Prozess einzubinden, so dass die Energie auch zur Verfügung steht, wenn wir sie brauchen. Wir wollen dieses Jahr noch die Investition beginnen umzusetzen. Genau, und deswegen ist es wichtig, dass eben die Stadt Nordhausen jetzt die Haushaltsgenehmigung bekommen hat. Es wird auch unterstützt tatsächlich von den Stadtratsmitgliedern, die im extra für den Stadtentwässerungsbetrieb zuständigen Werkausschuss tätig sind sozusagen. Die haben ja das eingefordert und haben gesagt, okay, entwickeln Sie den SIB in die Richtung auch weiter. Mehr Energie direkt auf dem Gelände erzeugen ist gut für den SIB. Jetzt sind wir am letzten Schritt der Abwasserbehandlung, das ist die Nachklärung. Hier ist also das aus der Biologie das Wasser mit einer künstlich erzeugten, verbesserten Flockenbildung, damit die sich schneller absetzt. Kommt das hier rein und es ist, man muss sich das wie einen großen Trichter vorstellen. Das Wasser wird reingepresst, etwa auf halber Höhe dieses Beckens, das ist ungefähr auch 6 Meter tief. Und die Schlammflocke, die setzt sich hier ab und ganz oben an der Oberfläche ist dann das gereinigte Wasser, das läuft über diese Zahlenschwellen ab. Man sieht das denn auch und in dieser Rinne läuft das hinten zum Auslauf und geht so dann eigentlich in eine Sorge. Genau, und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen relativ sauberes Wasser wieder in die Sorge, deswegen auch die mechanische Klärung zusammen mit der biologischen Klärung. Und eine Sache habe ich jetzt gerade noch erfahren, nämlich dass die biologische Klärung und auch hier dieses Becken tatsächlich von der Firma Schachbau hier aus Nordhausen gebaut wurde. Wer kann sich noch daran erinnern, 1995, eine super Aktion. Wir sind froh, dass wir es haben. Vielen Dank dafür noch. Wir stehen jetzt noch hier am höchsten Punkt der Kläranlage hier in Nordhausen. Wir haben eben gesehen, wie ist der Weg des Abwassers, wie wird es geklärt und wie kommt es zum Schluss in die Sorge. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat heute, Herr Kanowski. Vielen Dank dafür. Gerne. Denn der SIB ist tatsächlich ein Eigenbetrieb der Stadt Nordhausen, hat seinen eigenen Ausschuss, nämlich den Werkausschuss. Und hier arbeiten 30 Mitarbeiter der Stadt Nordhausen, um eben das saubere Abwasser im Endeffekt zu erzeugen. So. Der SIB ist auch gebührenfinanziert. Das ist so eine kleine Besonderheit, die wir hier haben. Nicht in der Stadt Nordhausen, aber auch allgemein. Eben eine Gebührenfinanzierung. Wie viel oder was machen Sie mit den Gebühren? Wie viel wird da Umsatz erzeugt jedes Jahr, Herr Kanowski? Also die Gebühren brauchen wir natürlich zum anderen Betrieb. Wir dürfen auch keine Gewinne erzeugen, sondern wir haben jedes Jahr nachzuweisen, dass wir keine Gewinne erzielen, wenn wir Überschüsse produzieren, so heißt das jetzt in unserem Bereich, die haben wir dem Gebührenschuldner wieder gut zu bringen. Das hat dann jeweils Auswirkungen auf die nächste Gebührenkalkulation. Genau. Aktuell haben wir die über 2 Jahre berechnet. Ja. Und beim nächsten Mal versuchen wir auch 2 oder 3 oder 4 Jahre wieder hinzubekommen. Umsatz ist etwa 10 Millionen Euro im Jahr. Und wir investieren jedes Jahr so im Ergebnis etwa 4 Millionen Euro. Im Moment auf der Kläranlage so zwischen 1 und 1,5 Millionen in Anlagenrekonstruktion, Erneuerung. Die Anlagen hier unterliegen ja einem hohen Verschleiß.
Und die restlichen, was übrig bleibt, das geht ins Kanalnetz. Genau. Ja, oder in Pumpwerke. Das ist nicht die einzige Kläranlage, die wir haben. Wir haben insgesamt 8. Die anderen sind erheblich kleiner. Und dann haben wir noch knapp 40 Pumpwerke, um das Wasser dann auch überhaupt erst hierher zu kriegen aus einigen Bereichen. Ich glaube, das ist eine ganz anspruchsvolle Arbeit, die hier gemacht wird und deswegen auch eben wichtig für die Stadt Nordhausen, dass es funktioniert und es hat all die Jahre funktioniert und es wird auch weiterhin so gehen. Vielen Dank dafür, vielen Dank an die Kollegen hier im SEB. Gebe ich gerne weiter. Gerne.